Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part sind wir erstmal in den Wolkenhort zurückgekehrt und haben unser Schild verbessert. In ein göttliches Schild und haben danach den vierten Dungeon betreten, ein Wassertempel, und Nicole macht weiterhin mit. Und er ist wieder fast gestorben. Und wir haben den Zwischenboss des Dungeons abgeschlossen. True story. Du hast die Peitsche ein. An ihrer Spitze befindet sich eine magische Lichtkugel, die an der unterschiedlichen Dinge haften kann. Drücke Zelda, um ein Ziel anzuvisieren und bewege die Fähigkeit für den Ruckeisch und deine... Leute, ich muss eben mal mein Mikrofon so zur Seite schieben. So, hört man mich immer noch genauso laut? Jo. Oder bin ich leiser geworden? Nein. Nee, ich war jetzt gerade... Die Peitsche. Wenn ihr zufällig Phoenix Wright kennt, dann erinnert mich diese Peitsche sehr an Franziska. Franziska von Karma. Mit ihrer Peitsche. Ich hab den Phoenix Wright nicht gespielt. Nee. Such a nice game. Kumenasai! Es sei dir verziehen. Ja! Das ist ein wirklich gutes Spiel. Ich hab, glaube ich, zwei oder drei Teile gespielt und richtig klasse. Ich hab das erste gespielt, Ace Attorney. Dann, das ist schon so lange her. Oh mein Gott. Bitch, please, ich werd alt. Ich glaube, ich leide so unter dem alt. Deine müden Knochen krachen wie ein toter Ast im Erz. Hä? SpongeBob? Nee, das war. Ah! Verkackt. Nee, das nicht. Ich muss gerade nur gucken, was ich tun muss, nochmal. Ich muss gerade nochmal nachdenken. Wie gesagt, dieser Tempel ist arschlange her. Du kannst denken? Gegeben. Nee. Hab ich vergessen. Sag ich ja. Ich leide unter Demenz. Du leidest unter Demenz. Wir alle leiden unter Demenz. Mit der Peitsche kann man übrigens, das sollte dir aus Spirit Tracks bekannt vorkommen. Das kommt mir aus Wind Waker bekannt vor, aber nicht aus Spirit Tracks. Doch, mit der Peitsche. Spirit Tracks hat doch auch eine Peitsche. Hat es? Moment. Echt? Ja. Ach, du Scheiße. Dritter Tempel. Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst. Boah, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ey. Scheiße. Oh, okay. Die Dungeon-Karte ist übrigens gleichzeitig ein Kompass. Und dann ist die Flamme in der Mitte, okay. Okay, und die Flamme heißt, dass da etwas brennt, oder? What the fuck are you? Ein Vögelchen? Ist das... Okay. Peitsch dich aus! Bam! Oh! Korall. Schafft! Aber diese Waffe erinnert mich, also die Peitsche erinnert mich stark an das Dingens von Wind Waker. Ne? Genau. Aber sehr stark. Ne, hier können wir noch nicht lang. Naja. Hier ist fast so ähnlich. Ah, ey, wie gesagt, Wind Waker, super Game. Spiel das! Ja. Ein silberner Rubin! You belong to me. Yay. Verdammt. Da ist eine Hand im Wasser. Ja, deswegen müssen wir uns beeilen, weil die grabbt uns. Oh, böse Hand. Vielleicht bist du dumm, diesen Rubin anzuwiesen. Ah, okay, ich seh's. Ja. Tschung. Weil das ist ja ein Schatz, die Statue denkt sich so, ey, du Pisse. Junge, was soll ich euch sehen? Du kriegst meine Schätze nicht. Und ich denke mir, da. Hey, da ist der nächste Schatz. Your treasure is mine. Bitch, bitch. Hui! Scheiße! Yes. So, und jetzt? Und jetzt? Ja. Oh, das kann das ich dir auch nicht beantworten. Meines hatte. Irgendwas hier drüben mit zu tun. Das kann möglich sein. Ich hab schon den Überblick verloren. Ja, hier war ein Schalter. Wo? Achso. Zack. So, erstmal das umdrehen. Mhm. And then jump. Ah, okay. Ja. So. Haben wir da unten uns eine Passage geöffnet. Ah, so. Peitschen. Komm, ein bisschen schneller, Link. Ein bisschen schneller kannst du. Okay.
Fuck. Schick? Ja, nicht schick. Ich glaube, die Spinne kannst du nicht auspeitschen. Alter. Ui. Widerlich. Süß. So, erstmal umlegen. Ich hab gerade schon gedacht, was hast du vor? Willst du die Gitter mit der Peitsche auspeitschen oder was? Ja, in der Tat. Was ist das denn? Das ist ein Bogenschützen, der jetzt tot ist. Das sah aus wie ein, Golem, also vom Körperbau und hatte, sah aus wie so ein Hundekopf. Ein niederer Hundekopf. Okay. Okay. Ich krieg keinen Schaden, wenn ich falle. Nicht? Nee, nicht mehr. Okay. Das Gauzeug kriegt man keinen Fallschaden. Ja, das ist ja praktisch. Oh ja. Ich weiß noch, bei Phantom Hourglass ist, wenn du da ins Wasser gesprungen bist, hast du direkt Herzen verloren. Das ist wahr. War das bei Wind Waker nicht auch so? Nee, ne? Nee, Wind Waker kannst du schwimmen. Genau, stimmt. Boah, wie gesagt, da ist er wieder. Das sieht auf meiner Kamera so aus. Voll weggefegt. Bäm. Warte. Das klingt mir auch. Du hast ihm den Sex erbracht. Nice, nice, nice. Will, nee, war nicht nice. Oh, okay, das ist. Link, danke. So. Ich hab schon wieder das Mikrofon getroffen, Mann! Ist doch scheiße. Bitch, das fällt aber kaum auf. Find ich jetzt. Okay. Mich als Zuschauer würde das nicht stören. Voll verarscht die Dinger. Troll, 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 troll. Oh? Okay. Wiedersehen. Ja. Da ist wieder ein Mann. Nicht! Oh Scheiße, wer hat die Toilettenspülung angeschaltet? No. Ich glaube, da war jemand fett scheißen und deswegen. Oh Gott. Ja. Oh, guck mal. Ein Geschenk der Göttin. Achso. Ich hab gedacht, das wäre jetzt. Du hast Geschenk der Göttin gesagt, dann habe ich gedacht, das hat vielleicht einen anderen Namen, aber es heißt Geschenk der Göttin. Ey. Ja, wirklich eh. Aber wir müssen das hier durchtrennen. Tschüss! Ach du Scheiße. Und wie lange hält so ein Ding an? Der Käfer. Ja. Der kann eine gewisse Distanz fliegen, aber ich weiß nicht, wie lange man mit dem fliegen kann. Okay. Ja, das ist interesting. Der hat auf jeden Fall einen Schlüssel, der da drüben. Den darfst du mir jetzt gerne mal geben. Dankeschön. Du hast einen kleinen Schlüssel ein, damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst ihn aber auch nur ein einziges Mal verwenden. In der Tat. Wie der jetzt voll ausrastet, der sofort will sagen. Du hast meinen Schlüssel geklaut. Ha? Das finde ich nicht okay. Der Fuchs. Was ist da drüben? Lass mich mal überlegen. Guck mal, da ist der Masterschlüssel. Habe ich jetzt nicht gesehen, ich habe jetzt nur so auf die Truhe. Ah, okay. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. In der Nähe befindet sich eine große Schatztruhe. Jetzt ergibt es Sinn für mich, okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich darin der Schlüssel befindet, der das Tor im oberen Teil der Steinstatue öffnet, beträgt 85%. Okay. Ich habe jetzt erst gedacht, so Moment, hä? Aber jetzt habe ich verstanden, was du auch meinst. What the fuck? Das macht total Sinn. Natürlich. Ich habe jetzt schon viele Stellen gesehen, die ultra viel Sinn machen. Wir spielen Zelda. Stimmt, was erwarte ich bitte von Zelda? Hey. Jetzt nicht im bösen Sinne. Gut. Please. Oder vielleicht auch. Ich fange wieder an zu verarschen. Oh. Du bist doch nicht Jan. Das hat nichts damit zu tun. Ich verarsche. Ich raste nicht aus. Stimmt. Und manchmal raste ich auch aus. Jan zieht dann seine Grimassen wieder. Ja, genau.
So wie gestern. Ja, und ich krieg mich da nicht mehr ein vor Lachen. Das hat man gemerkt. Raus, raus, raus. Pam. Ich glaube, du solltest das Monster treffen und nicht das Gras. Ach. Das Gras gibt dir keinen Schaden. Nicht? Ach, da. Ich glaube nicht. The fuck? Ja, ich muss das mal. Ich muss die Seerose so umdrehen. Ich muss hier runter. But why? Ach so. Ah, okay. Und das Ding hat das dann versperrt. Ich verstehe. Genau. Süß. Du Kackvieh! Okay. Okay, nicht süß. Die sahen voll niedlich aus. Aber dieses noch. Mal wirklich niedlich. Nein! Alter Schwede. Also, ich muss sagen, es gab viele Viecher, wo ich gesagt habe, süß, obwohl die nicht süß waren. Aber die waren wirklich süß, bis sie sich aufgeblasen haben. Dann waren sie nicht mehr süß. Ich weiß, dass ich noch 3 Herzen habe. Ja. Und da sagst du, du willst dich anstrengen, nicht zu sterben. Ja. Ich schaff das schon. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Ich gucke dir ganz gespannt zu. Zur Not gehe ich nochmal. Zur Not gehe ich nochmal in den Wolkenhort und kaufe mir Tränke. Oh, das wäre ja langweilig. Ich fände das nicht mehr so langweilig. Das stimmt allerdings. Ach komm, du sagtest doch gerade, du kriegst das hin. Also, wofür Tränke? Zum Heilen. Ach, Quatsch. Tränke werden überbewertet heutzutage. Okay. What the fuck? Muss ich erstmal gucken. Hi! Ich peitsche dich aus! Komm, lass deinen Schwanz runter. Komm. Süß. Stark! Wo schlägst du ihm eigentlich dauernd hin? Auf dem Bauch? In die Titten? Ja, ich stech den. In die Titten? Wenn Titten? Du sehen willst, ja. Das war eine Frage. Oh, eine kleine Kiste. Papa, du hast ja schon wieder eine 20 Meter wert. Ja, so kenne ich das. So kenne ich das, Kidders. Hm. Ja, wieder hier hoch. Dieses Klettern, das erinnert mich an Wind Waker und an Pokémon Ranger. Nur bei Pokémon Ranger sind da so beschissene Skorglers, die dich runterschlagen. Ja gut. Ich war froh, dass es bei Wind Waker keine Spinnen gab. In Wind Waker gab es gar keine Spinnen. Oh ja. Da fällt mir gerade auf. Nicht? Moment. Stimmt. Jetzt wo du es sagst. Ich könnte mich auch an Kanzel. Da waren aber diese. Boah. Da waren diese einen Mumien. Ja, die Mumien. Weißt du, welche ich. Ja, boah. Ich weiß, was du meinst. Ich hab mich. Wo ich die das erste Mal gesehen habe, ich hab mich so erschreckt. Weil die auf einmal so anfingen zu schreien. Und ich hab mir gedacht, was ist los? Und ich hab mir gedacht, oh mein Gott. Ich hab mich so erschreckt. Hä? Was das angeht, wenn ich so. Der Fug. Aha, geht doch. Okay. Wenn ich irgendwas voll gespannt gucke, boah, und dann irgendwie was kommt, dann erschrecke ich mich immer voll. Kenn ich aber. Auch beim Konzentrieren. Das ist voll schlimm, ich hasse das. The fuck? Muss ich machen. Boah, die piepen. Plong. Plong. Ja, bei mir ist es die ganze Zeit ein Mauzen im Hintergrund. My cat! Was will der Garfield denn schon wieder? Mein Garfield will wieder mit dem Laserpointer spielen. Oder er rutscht wieder über den Teppich. Und guckt dann. Ich habe keinen Teppich. Ich habe einen Laminatboden. Aber das Lustige ist, wenn ich dann den Laserpointer durch die Gegend so auf dem Boden, dann dreht er die Kurve und kriegt die Kurve nicht und dann geht das und dann aufs Bett und dann wieder runter und ah, oh, shit! Das sind Zombies. Oh, ich seh's. Ich bin nicht und da, lass mich. Du hast nur noch 3 Herzen. Ja. Ihr seht mich nicht. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich habe nichts gemacht. Okay. Fuck. In das Wasser darfst du nicht, ne? Nee.
Wäre ziemlich unproduktiv. Das sehe ich. Das Wasser sieht so ein bisschen, ja, wie soll ich beschreiben? So ein bisschen, ungesund aus. Mhm, so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Oh, hier könnte ich vielleicht. Ja, bitte bleib hier. Und jetzt zeichne deine Herzen gut. I need them. Jetzt kommt wieder der Künstler Domi. Sag ich ja. Jetzt kommt's. Mal gucken, wie süß dieses Herz dieses Mal ist. Okay, es ist deutlich besser. Das ist deutlich besser als beim letzten Mal, muss ich sagen. Sehr gut gemacht. Ich habe volle Herzen. Schade. Ich meine, ja, Gott sei Dank. Fuck. Warte, ich muss es anders hinstellen. Ich brauche die Bombe nämlich hier. Ja, der Käfer ist halt da, um zu transportieren. Mhm. Deswegen brauche ich... Okay. Da muss ich schon mal hin. Da. Das kann ich dir leider nicht sagen. Okay. Da kannst du auch direkt die Distanz sehen, wie weit er halt fliegen kann. Der kann halt noch ein bisschen weiter fliegen. Ja, wenn ich ihn lassen würde. Wenn du ihn lassen würdest, aber das machst aber du ich ja lasse ihn gerade ihn nicht. So. Das wäre auch wieder geschafft. Bin ich nicht okay. Hups. So, und jetzt voll bitte ins Wasser, voll bitte ins Wasser, voll bitte ins Wasser, voll bitte ins Wasser, voll bitte ins Wasser. Ich will keine Herzen mehr verlieren, ganz ehrlich. Okay. Das waren deine Worte. Das wäre zumindest bis zum Boss. Ja, mal sehen. Ich bin mal gespannt. Also ich vermute, du schaffst es nicht. Das ist zwar gemein, dass ich das jetzt sage, aber ich bin nur ehrlich. Oh Mann, ey. Immer diese ehrlichen Leute. Oh. Lügen ist schlecht. Lügen tut man nicht. Ich weiß. Das ist nicht in Ordnung. Aber manchmal sollte man schon eine Person anlügen, wenn man sie nicht verletzen will. Oh ja, das kenne ich. Das kenne ich gut. What the fuck? Okay, das dreht sich jetzt die ganze Zeit. Ja. Oh Mann. Ich bin eine Hure. Ups. Achso. Okay. Wir müssen das nämlich jetzt hier einmal wieder umdrehen, damit sich das andersrum dreht. Okay. Ich verstehe. Zack. Ja, jetzt dreht sich das halt in die andere Richtung. Okay. Ist wie so eine Art Uhr oder so, würde ich jetzt sagen. Ah, okay. Sollte vielleicht höher klettern. Möglicherweise ja. Ja, reicht. Die Höhe reicht. Zack. Denkst du? Okay, gut. Ah, damit du da rauskommst. Nein. Hey, Mäuse. So, dann schaffe ich hier noch einen Shortcut. Swung. Tschatting. Yay. Überall Skelette. Und ein einzelner Faden. Oh Gott. Ich Ah, da. Oh, oh, oh. Schnell. What the? Schnell. Der hat mich gleich. Stay away, bitch. Hör mal, das ist Licht. Das Licht ist schon hier. Ich will dich aber noch haben. Kuscheln, kuscheln. Ja, in Ocarina of Time, besonders in Ocarina of Time Windray sah das aus, als würden sie Toon Link oder Link, ne? So ein bisschen raiden. Sweet. So sah das halt aus. Ja, ich sag ja gar nichts. Ist ja in Ordnung. So, zack. Ja, wir können den ganzen Tempel bewegen. Ja, das ist ja cool. Aber ich hätte wahrscheinlich schon längst den Überblick verloren. Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen hatte ich das sogar. Ja? Ja. Oh. Wir müssen wieder runter. Warum? Wir müssen den Schlüssel holen. Achso, okay.
Machen wir noch den Master Key. Master Key! Ah, da! Jetzt warten, bis meine Ausdaueranzeige voll ist. Und los geht's. Und... Stimmt, weil der Schlüssel ist ja schwer. Ich got that thing. Du hast den gesegneten Schlüssel erhalten. Diese Holzschnitzerei strahlt Güte aus. Die alte Statue im oberen Stockwerk. Die wollen uns zerquetschen! Sieht der Schlüssel immer so aus hier in dem Dingens? Nein, der sieht immer anders aus. Ja, in cool. dem Spiel. Ja, cool. Ja, weil in den anderen Spielen sieht er ja immer gleich aus. Er sieht ja manchmal gleich aus, manchmal ein bisschen anders. Aber Leute, ich würde sagen, zum Boss gehen wir erst im nächsten Part. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.